der Jäger den September und Oktober effektiv für den Abschuss der Ricken, Schmalrehe und Kitze nutzen. Im Dezember und Januar kann es sonst sehr eng werden, den Abschussplan noch zu erfüllen. Wechselhaftes Wetter mit viel Wind lässt das Rehwild schlecht ziehen. Der Jäger hat nur geringe Chancen, Stücke überhaupt in Anblick zu bekommen. Die Pächterin eines kleinen Waldreviers in der Nähe von Hamburg lässt sich aber trotz der Wetterunbilden von einer Vormittagspirsch nicht abhalten. Ihr Ziel ist ein Kiefernaltholz, in dem sie in den letzten Tagen mehrere Stücke Rehwild bestätigen konnte. Auf dem Abschussplan fehlen noch eine Ricke und ein Kitz. In dem Altholz liegen viele Kiefernzöpfe, hinter denen das Rehwild sehr gerne im Windschatten liegt. Überall herumliegendes Gezweig wird die Pirsch nicht einfach gestalten. Sie braucht nicht lange zu suchen. Das Bockkitz nutzt die kurze Wetterberuhigung zum Äsen. Der Wind passt, das Stück ist ganz vertraut. Hinter einer Fichte, die dem Sturm der letzten Tage nicht trotzen konnte, bezieht die Jägerin kurz Stellung, um das Bockkitz in dem vor ihr liegenden Kiefernaltholz zu beobachten. Heutzutage hört und liest man häufig, beim Rehwildabschuss lieber Zahl vor Wahl, sonst schafft man den Abschuss nie. Eine gewisse Hektik hat sich in unseren Reihen breit gemacht, wenn es gilt, die Abschusspläne zu erfüllen. Unsere Jägerin hat die Waffe nicht erhoben. Ihr ist dieses Bockkitz einfach zu stark. Aufgebrochen dürfte es zwischen 12 und 14 Kilogramm haben. Ein Stück, das man schießen könnte, aber nicht unbedingt schießen muss. Besonders dann nicht, wenn das Revier dicht vor der Haustür liegt. Nachdem das Kitz in einen kleinen Fichtenhorst eingezogen ist, setzt die Jägerin ihre Pirsch fort. Sie möchte die Ricke nicht vertreten, die sie leider noch nicht in Anblick bekommen konnte. Oder sollte das Kitz allein stehen? Eine kleine Bewegung hinter einem Kiefernstamm lässt sie unverzüglich in Deckung gehen. Ihr Doppelglas zeigt die von ihr vermisste Ricke. Vorsichtig, aber doch recht zügig versucht die Jägerin nun,
näher an das Stück heranzukommen, um es genauer anzusprechen. Der starke Wind verschluckt so manches Knacken unter ihren Stiefelsohlen. Ihr Plan gelingt. Gut gedeckt hinter einem Stamm nähert sie sich der Ricke. Die Jägerin bemerkt, dass der Wind im Bestand an zu küseln beginnt. Und schon ist es passiert. Die Ricke scheint etwas in den Windfang bekommen zu haben. Wie zur Salzsäure erstarrt, steht die Jägerin hinter ihrem Stamm. Sie hat Glück. Nach kurzer Zeit beruhigt sich das Stück und beginnt wieder zu äsen. Sie versucht nun, sich dem Stück auf eine gute Schussposition zu nähern. Jetzt könnte es passen. Wegen der vielen Äste vor dem Stück schießt sie nicht. Es hilft alles nichts. Sie muss weiter nachpirschen. Sie ist erfahren genug, um zu wissen, je länger die Pirsch dauert, umso geringer werden ihre Chancen. Über kurz oder lang wird die Ricke Wind bekommen oder sie eräugen. Aber wer nicht wagt, der auch nicht gewinnt. Sie peilt einen Windwurf an, der gute Deckung und mit einem dickeren Ast auch eine Gewehrauflage bietet. Als sie diesen fast erreicht hat, entdeckt sie noch zwei weitere Stücke in der Nähe der Ricke. Den am rechten Lauscher markierten Bock hat sie noch nie gesehen. So ist es nun einmal beim Rehwild. Man meint die meisten Stücke in seinem Revier zu kennen und hat, selbst wenn man sehr häufig draußen ist, nur die Hälfte oder in reinen Waldrevieren nur ein Drittel des Bestandes je beobachten können.
Scharf steht das Absehen auf der Decke der Ricke. Doch an einen Schuss ist im Moment nicht zu denken. Der Bock müsste erst weiterziehen. Der Zeigefinger bereitet sich auf das Antragen des Schusses vor. Wenn nur nicht der Wind noch alles zunichte macht. Mit einem sauberen Schuss ist die Ricke noch in Sichtweite zusammengebrochen und verendet. Von den beiden anderen Stücken ist nichts mehr zu sehen. Es ist wichtig, sich nach dem Schuss richtig zu verhalten und die Deckung nicht zu früh zu verlassen. Es gibt nicht wenige Jäger, die sofort zu ihrem erlegten Stück stürmen. Sie dürfen sich dann nicht wundern, wenn das Wild darauf reagiert und eine Bejagung durch größere Heimlichkeit drastisch erschwert. Unsere Jägerin erledigt routiniert das Versorgen ihres Stückes. Schließlich gewinnen wir ein hochwertiges Lebensmittel, welches nur so gut ist, wie es im Vorfeld behandelt wurde.